Weiter geht's. Tada! Kopfhörer. Au, au, au. Ich habe mir gerade die Hand echt, au, ganz schön an so einer Feststellschraube von meinem Mikrofonständer angepufft. Mensch, au. Okay. Bosszeit. Nun hast du meine volle Aufmerksamkeit. König hin, König her, ich muss zugeben, dass du dich recht gut auf das Spiel verstehst. Mir wird ganz anders, wenn ich sehe, wie sich dieses Debakel der Tjost-Krone hier entwickelt. In dem Moment, in dem ich erkannte, dass ich als Meister im Tjost eine Erleuchtung haben würde, wurde ich selbst zum Champion. Im Felde würde ich leicht siegen. Kreuzen wir die Tjost-Karten. Okay. In meinem Geiste steht der Sieg schon fest. Komm, Schildschreck. Ein Hinterhalt. Sein getreues Schildkrötenross dient uns jetzt als Spielbrett. Finde ich auch schön. Meine Feststellschraube von meinem Mikro ist mal kaputt gegangen. Und dann kam. Und dann kam Eigenbau und hatte. Ich habe auch einen Mikrofonständer, der ist auch ziemlich kaputt. Der ist auch mehr Klebeband als Plastik eigentlich. Aber den nutzen mich manchmal auch noch. Wenn ich mit Merlin gemeinsam aufnehme, ist der noch im Einsatz. Hallo Felix. So, jetzt aber. Vorwärts, meine wackere Schildkröte. Mögen wir einem würdigen Gegner beim Tjost sein. Ein sein, ein, egal. So. Das ist gleich mal eine gefährliche Karte. Weil die kann alles nach unten schieben, außer sich selbst. Ich schieb die einfach mal ins Aus. So, jetzt kommt gleich die Cheat-Attacke von Black Knight hier. Der verbrennt gleich die ganze oberste Reihe und alle Karten werden vom Deck genommen. Das ist sein Gimmick quasi. Seine Spezialfähigkeit. Die Bossstärke. Ziemlich gemein, oder? Das war böse. Das war wirklich übel. Oh, das ist ja richtig übel, ist ja das. Der gehört jetzt ihm. Im Grunde. Der untere gehört dafür ziemlich sicher mir. So wie das Feld jetzt aussieht, beginnt jetzt der Kampf um die letzte Karte da oben. Ah, shit, der kann mich noch in die Richtung verschieben. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt. Das kann er. Dammit. Okay, ich aktiviere jetzt meine Cheat-Karte, dass ich alle meine drei Karten auf einen Schlag spielen darf. Und habe leider nicht die richtigen Karten, die ich brauche hier. Das ist wirklich super gemein jetzt. Ich hoffe, das wird was. Einen haben wir. Das wird jetzt trotz Cheat-Karte echt gefährlich hier noch. Nein! Oh, er zerstört die Reihe. Oh, das ist gut. Das ist gut für uns eigentlich. Erstmal. So, jetzt passt auf. Ich mache Folgendes. Ich spiele jetzt die Karte hier aus, weil dann ist der gesichert. Der kommt nicht mehr weg, weil in dem Ablagebereichen sind zwei Karten. Da kann man nichts mehr machen. Genauso wie der hier. Und ich glaube... Na, mit seinem Meteorangriff kann er immer noch alles zerstören. Ach so, Mist. In die Richtung geht's natürlich noch. Damit. Jetzt hat er den Stein ziemlich sicher gesichert.
Ah, ich bin echt noch nicht besonders gut in dem Spiel, leider. Das ist echt übel. Shit. Ah gut, er verbrennt es da unten gleich. Das ist gut, weil sonst hätte ich jetzt verloren. Aber so geht noch was. Jetzt schießt er sich ein Eigentor durch das Verbrennen hier im Grunde. Nein, er hat gewonnen. Oh Gott, das ist so übel. Das ist wirklich übel. Weil was jetzt passiert ist, dass er sich tatsächlich eine Karte aus meinem Deck klaut. Die ist jetzt weg. Und er hat sie jetzt. Und ich muss jetzt eine andere Karte als Ersatz einbauen. Ah, okay. Ich muss mich erstmal neu aufstellen. Hallöchen, eure Hoheit. Ja, ich weiß schon. Wir können jetzt hier die Karte, die wir gerade verloren haben, zum Glück wieder zurückkaufen. Das mache ich jetzt hiermit auch. Und ich werde unser restliches Geld jetzt nochmal für so eine Dreier-Cheat-Karte ausgeben. Weil ohne die schaffe ich den nicht. Der ist irre. Mit seinem blöden Asteroidenschlag und so weiter ist der einfach übermächtig. So, jetzt aber. Jetzt machen wir ihn fertig. Ich muss jetzt echt mal überlegen. Ich habe die Regeln einfach, die Möglichkeiten, die man hat, noch nicht verinnerlicht. Ich weiß immer nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe da noch überhaupt keine Strategien irgendwie. So, wenn ich die jetzt hier hinspiele, kann er die eigentlich ganz leicht wegschieben. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn er allerdings hier eine Karte hinlegt, kann er mich blockieren. Das ist auch blöd. Also schiebe ich die lieber jetzt doch mal weg. Dann ist er wenigstens in Zugzwang. Keine Ahnung, es ist schwierig. So, und wenn ich es jetzt so mache, dann kann er mich mit seiner Super Shovel Knight Karte wegschieben. Eben, das ist schlecht. Nee, das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann lasse ich das jetzt einfach mal. Dann soll er jetzt mal machen. Genau, er muss jetzt seine Dark Knight Karte spielen, wenn er mich hier weghaben will. Ach so, in die Richtung geht's ja auch, genau. Ah, das kriege ich echt immer nicht auf die Reihe. Und jetzt ist er da oben aber ziemlich sicher und ich kann ihn nicht wegschieben. Ich könnte ihn nämlich nur nach rechts schieben, weil in alle anderen Richtungen hat er Pfeile, aber da geht's nicht mehr, weil der Ablagestapel voll ist, das Ablagefeld. Ich verstehe. So muss ich planen im Grunde. Ja, aber da habe ich einfach nicht die passenden Karten dafür, leider. Das ist ja nett von ihm. Mit dem Skelett kann er mich jetzt ganz leicht wegschieben. Und nach unten kann er mich auch einfach so schieben. Wenn er das Skelett spielt, kann ich ihn nach unten schieben. Wenn er den Vogel spielt, habe ich ein Problem. Nein, weil ich den Frosch habe. Okay, dann warte ich mal, ob er mich vom Pferd schiebt und mach mal ganz gemütlich hier einfach einen Drachen hin. Nee, lieber hier. Nee, warte mal. Doch. Nee. Doch. Okay. Aha, er verbrennt hier eh alles. Dann kann ich mir das jetzt sparen, dass ich hier eine Karte spiele im Grunde. Aha, das mache ich jetzt, genau. Jetzt schiebe ich ihn hier auf das Feld. Das Feld gehört jetzt ihm und er fühlt sich sicher. Aber nicht mehr lange. Oh, der hat echt so gute Karten. Guckt euch das an. Der hat jetzt irgendeinen super Frosch und einen super Käfer, die mit zwei Pfeilen je nach unten oder nach rechts schieben können. Das ist total krass irgendwie. Der hat so krasse Karten, ey. Ich weiß überhaupt nicht. Es ist einfach krass.
Er kann mich jetzt ganz easy wegschieben und dann habe ich ein Problem. Obwohl, habe ich nicht. Eigentlich. Ich mach mal den hier. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht, dass er das macht. Aber wenn ich jetzt den hier spiele, kann ich nach oben geschoben werden. Und er hat auch eine Karte, die nach oben schieben kann. Okay, jetzt ist Cheat-Zeit. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Jetzt gewinne ich. Jetzt schiebe ich seine Karte weg und nehme den Stein. Und dann platziere ich einfach die beiden Felder zu und dann ist vorbei. Perfekt. Ha! Haha, sehr gut. So, cool. Dann nehme ich mir jetzt auf jeden Fall seine Black Knight-Karte. Yeah, Black Knight. Das ist eine sehr gute Karte. Schildschreck, mein getreues Ross. Auch trotz deiner taktischen Führung waren wir unterlegen. Dieser funkelnde Scharlatan hat unseren Bluff durchschaut. Doch zaudere nicht, King Knight. Denn trotz Spiel und Spaß spüre ich, dass etwas hier nicht stimmt. Bleib rüstig in der Rüstung. Nun ist es an der Zeit, seine Verbündeten mit Umsicht zu wählen. Und strategisch klug. Du da! Du! In der Blechbüchse! Glitzergockel! Ja, du! Mein Freund und ich hätten da ein Angebot für dich. Wir müssen reden, aber nicht hier. Bedauere, ihr Bettler. Ich nehme keine Geschenke von Bauern an und eure Belanglosigkeiten werde ich kein Gehör schenken. Sagt dir die Chost-Krone etwas? Wir wollen dir nichts Böses und möchten deine Geschichte hören. Bitte, Eure Majestät, Eure Hoheit. Endlich etwas Anerkennung für meinen Status. Nun denn, ich werde euch anhören. Nehmt das Seil. Dieses zusammengeflickte Monstrum scheint gleich in Sicht. Es scheint gleich in Sicht zusammenzufallen. Aber ich muss schon sagen, diese Aussicht auf mein Reich ist wirklich bemerkenswert. Der Gleitflügel ist ein zuverlässiger Vogel. Meine Crew aus Glücksrettern verlässt sich voll und ganz auf ihn und wir machen ordentlich Gewinn. Und in letzter Zeit lag unsere Aufmerksamkeit auf der Chost-Krone. Doch wir brauchen einen Champion, der gegen König Stolzmoor bestehen kann. Und du, mein Freund, scheinst mir fürwahr ein Zauberer zu sein. Ach, ich kann dir versichern, dass die Chost-Titanen für jemanden wie mit meinen Fähigkeiten kein Problem darstellen werden. Nun denn, Majestät. Ich denke, dann sind wir uns ja einig. Wenn wir zusammenarbeiten, wird der Ruhm dein sein. Der erste ist König Stolzmoor, ein bärtiger Edelmann mit messerscharfem Verstand. Wir nähern uns seinem Stammsitz, Burg Stolzmoor. Doch einen Moment wird es noch dauern. Schau dich ruhig auf dem Gleitflügel um und gönn dir etwas Ruhe. Willkommen an Bord. Ist das jetzt hier unsere Basis oder sowas in der Art? Wir haben das Land nach Chost-Spielern abgesucht, bevor wir dich getroffen haben. Es ist allerdings friedlich. Es ist alles friedlich hier. King Knight, du blendest mich mit deiner Pracht. Hast du einen Moment Zeit für mich? Nun, ich fühle mich heute recht royal. Was liegt an, Bade?
Meriten-Medaillen. Weißt du, mir ist klar geworden, dass diejenigen, die mutig genug sind, um welche zu finden, die interessantesten Geschichten zu erzählen haben. Wirklich die interessantesten. Könnte ich vielleicht einen Blick auf deine majestätische Kollektion werfen, um mich zu einer Melodie inspirieren zu lassen? 10 Meriten-Medaillen. Du mauserst dich ja rasend schnell selbst zu einem Baden. Achso, du mauserst dich ja schnell selbst zu einem Baden. Okay. Ich habe mir 900 Gold zusammengespart, okay? Ja. Ich weiß gar nicht, worum es geht eigentlich, aber gut. Ich zeige mich auf andere Art erkenntlich, eure Hoheit. Bitte gestattet mir, euch mit einem Vers zu huldigen, zu dem ihr mich inspiriert habt. Als er schritt durch das Gras über die Hügel, so war's. Wurd des Königs Hose kein Spaß, vom Schmutz und Schlamm ganz nass. Jenseits seiner Burg, so weit es reicht, das Aug. Was? Achso, jenseits seiner Burg, so weit es reicht, das Auge, gab er sein Reich für eine falsche Lauge. Okay. Nice. Toller Song. Lernen wir mal noch die anderen Leute kennen, die hier so unterwegs sind. Die Katerina. Ach, noch ein Reisender stößt zu unserer fliegenden Crew. Ich bin Katerina und ich bin sehr an der Zerstreuung dieser Lande interessiert. Tjost lässt das Herz leuchten. Sollen wir zusammen ein wenig schimmern? Okay. Solange es noch Leben gibt, wird es auch Spiele geben. Alles ein Teil des Zyklus. Na dann. Fangen wir an. Oh, was für ein kosmisches Spielbrett. So, jetzt lege ich die Karte mal hier hin, weil die kann man im Grunde nur nach oben schieben. Und wenn die mal nach oben oder? Oder ich fange mal low an hier, mit irgendeinem Blödsinn. Machen wir das. Genau, perfekt. Ah, das geht nicht. Ach so. Ich wollte gerade sagen, der dürfte jetzt relativ sicher liegen eigentlich. Und schon wieder verschoben. Ich check das Spiel wirklich noch nicht so ganz. Es ist echt irgendwie krass. Warum geht das jetzt nicht? Ach, wegen dem Eichhörnchen. Aber das geht. Oh yeah. Und der dürfte auch jetzt wirklich relativ sicher liegen, oder? Sehr gut. Na gut, ist ja wurscht. Wir haben eh gewonnen. Die Katerina wurde besiegt. Wir dürfen uns eine ihrer Karten nehmen und ich glaube, ich nehme hier den Greif. Der kommt mir cool vor. Ich habe viel zu wenig Karten, die nach rechts schieben können. Welch Nervenkitzel. Ich verstehe, warum die anderen auf dich hoffen. Und nun hoffe auch ich auf dich. Komm wieder zu mir, wenn die Häuser des Tjost ausgebotet sind. Und glaube nicht, es gibt keine Belohnung. Sie übersteigt sogar all deine Träume. Na dann. Ach, hallo, mein flügelloser Freund, die Madame Magie. Wenn du einen Amiibo hast, kann ich es verwandeln. In eine Fee, die dich begleitet. Soll ich eine vorwitzige Fee für dich beschwören? Okay.
habe leider den Shovel Knight Amiibo nicht. Der fehlt mir in meiner Sammlung. Aber ich habe hier einige andere Amiibos rumstehen. Versuch mal einfach hier den Link Amiibo. Mal schauen, ob der was macht. Dann mal los. Zeig mir deine besten Amiibo. Bitte ganz ruhig halten. Leider ist das kein Amiibo, der von Shovel Knight unterstützt wird. Nee, genau. Die Shovel Knight Amiibos habe ich leider nicht. Hätte ich gerne. Alle. Es gibt ja alle vier, wenn mich nicht alles täuscht. Also hier King Knight auch, die vier Protagonisten. Aber habe ich leider nicht. Naja, du bist der Händler, oder? Dich kennen wir ja schon. Entzückend, euch hier zu sehen, eure Hoheit. Der Gleitflügel ist voll von unserer Sorte, die meine Waren käuflich erwerben will. Von der Sorte. Warum nicht mal einen Blick riskieren? Ja, das kennen wir ja schon. Okay, passt schon. Und du bist ein Faultiermaler oder sowas. Guache, Guachi, keine Ahnung. Ach hey, der Bade und ich, wir finden das hier inspirierend. Deswegen bin ich hier oben und nehme Aufträge an. Aber das Material... Ich brauche 1500 Gold, um dein Ebenbild zu erschaffen. Sollte schnell gehen. Nur, mach mal. Ja, mal mich. Alles zerfällt hier. Wie köstlich, Leibeigener. Nur ein wahrer Künstler könnte mich in meiner ganzen Gloria einfangen. Bist du dieser Aufgabe gewachsen? Ich kann keine Linie ziehen, ohne sie tausendmal neu zu ziehen. Doch schon bald wird das Ergebnis glänzen. Okay, von mir aus. Ein Gargoyle. Was bist denn du wirklich? Ist das ein Maschinenrucksack? Ja, ich glaube schon, der hat ein mittelalterliches Chatpack oder so. Der Fliegel. Haha, ich verstehe. Fliegel. Da ist ein Igel und der kann fliegen. Aha. Tja, ich habe da diesen Fluganzug. Der ist toll, aber ich habe auch Angst. Vielleicht bleibe ich hier noch ein wenig länger, um Mut zu fassen. Flieg, Fliegel! Du kannst es! Ja! King Knight, du vertraust mir so sehr, dass du mich in mein Verderben schubsen würdest. Danke! Brauche einfach nur jemanden, der mir beim Absprung hilft. Yeah! Dem Fliegel haben wir geholfen. Das freut mich für ihn.